Last but not least, eine weitere Sorte Ben & Jerry's Eiscreme, die inzwischen vierte der vier neuen Sorten 2017, die dritte der Sorte toppt. Ich muss mir gerade mal meine Haare noch zusammenbinden. Meine wallende Haarpracht. So, das hing nämlich gerade alles in der Fresse. Die vierte Sorte davon, und zwar interessanterweise auch die, auf die ich mich eigentlich am allermeisten gefreut habe. Ich habe sie mir jetzt am längsten aufbewahrt, einfach so als Überraschungseffekt. Die beiden ersten Top, hatte ich schon. Als drittes kam die One Love. Alle drei Sorten haben bisher ein wörtliches Gut von mir bekommen, weder mit Tendenz nach oben und, wobei das One World vielleicht sogar ein bisschen schlechter war. Ich weiß es nicht. Jetzt hier die Sorte, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Die Ben Jerry's Top Salted Caramel Brownie. Und die Fans meiner Facebook-Seite wissen, meiner Facebook-Seite und auch meines Blogs und auch meiner ganzen YouTube-Videos, die wissen, dass ich auf gesalztes Karamell stehe. Gerade bei Eis, deswegen ist auch Blondie Brownie vermutlich immer noch mein absolutes Lieblingseis. Blondie Brownie mit dem Karamell, Salz, Chor, Salz, Kalz, salzigen Karamellchor. Deswegen bin ich auf diese Sorte hier sehr gespannt. Die da besteht aus Vanilleeiscreme, einem gesalzenen Karamellstrudel. Leider also wieder Strudel. Das ist ja immer so eine Sache, ob das so toll. Ich mag es ja lieber, wenn Bunker drin sind. Brownies, sehr, sehr geil. Schokoladigen Chunks und Spoonable Topping. Also auch hier ein Spoonable Topping. Das wird vermutlich leider so eine Schokocreme eher sein, statt eine Salzkaramellcreme. Boah, das wäre mal geil, oder? So oben einfach nur so gesalzenes Karamell drauf. Es sieht aber eher nach Schokolade aus. Die Schoko-Peace-Zeichen sind auch da. Das Ganze ist neu, wie wir wissen. Und das Ganze ist wieder bei den Top-Sorten 470 ml Becher. Das One World hat einen 500 ml Becher. Warum die Toppet nur 470 ml haben, weiß ich nicht. Behaupte aber, dass es einfach der Kostenersparnis gelten soll. Wobei die Grammzahl eigentlich schon Ben & Jerry verhältnismäßig gleich ist. Darauf kommt es ja auch eigentlich an. Auf die Masse, nicht auf das Volumen. Ihr solltet euch wirklich, also manch einer weiß das gar nicht, aber man muss die Dinge immer auf die Masse beziehen. Also das Gewicht, nicht auf das Volumen. Das ist immens wichtig. Die Nährwerte, einmal Kamera scharf stellen. Jetzt übrigens kein 4K mehr, dafür wieder 60 Frames. 18 Gramm Fett, recht viel, vermutlich wegen dem Topping auch. Also ein bisschen mehr als sonst bei Ben & Jerry's, immer viel Fett drin wegen der Sahne, aber hier mal ein bisschen weniger. Kohlenhydrate 30, bisschen weniger als bei manch anderen Sorten von Ben & Jerry's, aber doch recht hoch. Proteine, ja, voll das Fitnessfood, das Ganze hier. Was haben wir genau drinnen? Das kann man hier oben mal sehen. Vanilleeiscreme mit gesalzener Karamellsoße, 11%. Schokogebäckstückchen, nur kümmerliche 3%. Das ist schon mal direkt ein Fail, finde ich. Ich möchte mehr Brownies einfach haben. Kakao, die Gefällt-Glasur-Stückchen, also es sind quasi diese Unzeichen, 3%. Und an Schokosoßen-Topping, 9%. Insgesamt haben wir also 20, 26% Einlage. Über ein Viertel ist kein Eis, sondern irgendwas Geiles zum Löffeln. Und das gehört bei Ben & Jerry einfach dazu. Oh, wieder dieses geile Wort, was ich einfach ignoriere. Hold on your spoon steht immer der gleiche Quatsch drauf wie bei den anderen Sorten. Also die Kreativität lässt nach, liebes Ben Jerry's Team. Hier steht mehr oder weniger wieder jetzt drauf, wenn wir dann doch einmal kurz gucken. Hold on your spoons as you journey through the many layers that make Ben Jerry, well, Ben Jerry's. Das Doofe ist eigentlich, die erwähnen hier zum Beispiel auch wieder diese Bäckerei, die halt so wohltätiges Backen macht oder so ein Quatsch oder irgendwie sowas. Softened Chocolatey Topping included. Normalerweise bei vielen anderen Sorten von Ben & Jerry's ist halt eine richtige Story dahinter, weil die sich so ein bisschen mehr Gedanken machen. Diese Top sind ja eigentlich, das ist auch das, was ich so ein bisschen eigentlich schon seit Jahren bei Ben Jerry's kritisiere. Ich fange übrigens schon mal mit dem einigen, wo ich mache kurz einen Break, bevor es abbricht. So, da bin ich wieder. Was ich bei Ben Jerry eigentlich schon mal ein bisschen mehr kritisiert habe, ist, es ist eigentlich irgendwie immer das Gleiche. Vanille, Karamell, Schoko, Brownie, Keks.
Das war's. Und einfach alles in irgendeiner anderen Komposition. Wo sind so geile Sachen wie Oh My Apple Pie oder Silver Monster oder ja, oder Ma ja, also es ist alles geil, das will ich gar nicht bestreiten. Noch manche Chorsorte war einfach großartig, halt Blondie Brownie, wobei die jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Das mit dem Chor war ja schon so eine Neuerung. Das mit dem Topping ist irgendwie auch cool, aber es flasht mich nicht ganz so sehr. Ja, so ist das eben. Ist ja auch egal, aber ich finde mal, es müsste mal wieder ein bisschen was Innovativeres daher, als immer nur Karamell und Schokolade in irgendeiner Form. Naja, gut. Einhändig unboxen ist diesmal relativ leicht. Boah, aber irgendwie klebt das jetzt doch, also ist doch nicht leicht. Ey, wo sind die ganzen Schokostücke? Wollt ihr mich verarschen oder was? Das Geile ist ja, es beschweren sich ja Leute bei Ben & Jerry wegen dem letzten Scheiß. Und ich glaube, ich schreibe diesmal auch eine Beschwerde, weil das hier so doof aussieht. Ich mache sogar ein Beweisfoto gleich davon. Letztes Mal waren mehr Stücke drauf. Ob die hier drunter sind, werden wir noch sehen. Das jetzt erstmal so relativ wenig, aber für ein Foto, für eine Kameraeinstellung ganz gut. Ich lasse es erstmal antauen noch. Und hoffe dann mal, dass hier drunter noch mehr von diesen Dingern sind, weil sonst beschwere ich mich und kriege direkt alles umsonst oder sowas, weil es gibt Leute, also das ist kein Grund, sich zu beschweren, das passiert halt einfach. Mein Gott, es gibt Leute, die beschweren sich wegen dem allerletzten Scheiß und das Schlimme ist eigentlich nicht mal, dass die Leute sich beschweren bei einem Ben Jerry, als weil, oh, ich hatte nur einen Brownie. Ich meine, das passiert halt, sondern dass Ben Jerry da auch noch drauf eingeht, das regt mich am allermeisten auf. Keine Ahnung, ich weiß, mein Gott, ey. Ich meine, ich kaufe oft Avocados und tatsächlich, wenn man zu einem bestimmten Supermarkt geht, ich will jetzt nicht schlecht machen, da kann man wirklich ungefähr 60%, 70% aller Avocados wegschmeißen, weil die einfach alle nach nichts schmecken, unreif geerntet werden, hart sind oder sonst irgendwie was. Das kann man vergessen. Aber es gibt Leute, die beschweren sich wegen dem allerletzten Rotz einfach nur und kriegen auch noch recht und das geht mir auf den Strich. Egal, ich quatsch zu viel. Ich melde mich gleich zurück mit dem Eis. Das wird auch hier schon wieder ganz weich, oben wieder feste. Ja, bis gleich. Also ich habe mir jetzt gerade überlegt, weil das Problem ist ja gerade bei diesen Top-Sorten, dass die oben steinhart sind wegen dieser Schicht und dann hier aber schon zu weich werden. Deswegen werde ich mich jetzt hier doch schon durcharbeiten. Ich sehe gerade nur, die Kamera steht etwas schief. Wir wollen ja ein gerades Bild haben. So. Hier ist das Eis. Hier ist mein Löffel. Die bekannte Schaufel übrigens in New York gekauft. Da könnt ihr auch das erste Video damit sehen, wo ich die benutze. Da sitze ich dann gerade am Broadway und esse Ben & Jerry's Eis. Hier oben eine Schokoschicht. Wir könnten mal wegen den Zutaten vielleicht noch gucken, ob wir hier irgendwas besonders Erwähnenswertes finden. Haselnusspaste. Und dann wird das bestimmt wieder so ein Nougat sein. Das passt doch gar nicht dazu. Aber gut, die war geschmacklich gut, aber ich will eigentlich kein Nougat-Topping. Aber gut. Oh yeah, man sieht hier direkt, dass das dann so aufplatzt quasi. Und das ist natürlich ganz fein, muss ich sagen. Also das ist schon schön. Ja, man sieht da unten direkt schon die Karamellsoße drin. Hier die Schicht, es ist also relativ dick auch teilweise. Man sieht es aber auch anhand der Struktur, dass es so eine Art Fettcreme ist. Muss ja nicht schlecht sein, kann aber schlecht sein, muss aber nicht. Probieren. Dann müssen wir mal gucken. Und die ist schon. Oh Mann, die ist schon verdammt lecker. Also da gibt es nichts. Da kann man jetzt kritisieren, wenn man möchte, dass es eben jetzt nicht ganz zur Karamellsorte an sich quasi passt. Also zu dem gesalzenen Karamell. Aber die ist lecker. Aber schon arg fertig. Also eigentlich kann man sich wirklich wie Nutella vorstellen. Die schmeckt eigentlich relativ ähnlich so. Und ja, also verkehrt ist es sicherlich nicht. Boah, jetzt wird's interessant. Nochmal hier ein bisschen. Kriegt er auch hin. Vanilleeis. Da ein Brownie-Stück. Gesalzenes Karamell sieht man hier am Rand schon. Mal gucken, wie nah das jetzt hier gerade mal funktioniert. Da hört es dann irgendwann auf. Uah, seht ihr, jetzt wird es einfach auch kritisch. Ich versuche jetzt hier mich mal etwas durch die obere Schicht, die einfach mal hier so auszu, die wegzumachen.
Damit wir da mal reingucken können. Ups, so. Und ja, man sieht, na, so, das gibt ein schönes Foto gleich von der Kamera. Man sieht auf jeden Fall, dass das optisch ein Leckereis ist. Da gibt es nichts. Also das sieht nach lecker aus und das ist auch wahrscheinlich lecker. Ich will nämlich jetzt aber halt erstmal so die Hauptbestandteile probieren. Und die Creme, die ist halt wirklich vom Geschmack sehr intensiv und überdeckt dann auch alles andere halt, ne? Deswegen muss man da immer so ein bisschen gucken, dass man die ein bisschen separat isst oder so. Man kann es natürlich auch zusammen essen, aber dann kann man natürlich so wie ich, was jetzt die Mission meines Foodblogs ist, nicht oder meiner Videos, nicht die Sachen individuell rausschmecken, wenn man die Schicht da drauf hat, weil die halt wirklich sehr intensiv schokoladig, Haselnussnote ist. Dann kann man aber den Rest eben nicht schmecken, weil es einfach überdeckt. So, mal Vanilleeis. Ja, oh ja, lecker. Doch, oh ja. Lecker vanillig. Deutliche Note nach Vanille, definitiv. Da gibt es nichts. Hier finden wir jetzt auch so ein Unzeichen. Es waren also oben etwas weniger drauf. Aber hier drin gut zu sehen. Wollen wir die uns mal genauer angucken? Wie sieht denn ein Unzeichen aus? So sieht ein Unzeichen aus. Fantastisch. Knackig. Da gibt es nichts. Tatsächlich ist das Vanilleeis von Ben & Jerry's doch meistens wirklich erstaunlich gut. Hier jetzt auch cremig, vollmundig, mit klarer Vanillenote. Da kommt das gesalzene Karamell so langsam. Ob das jetzt wirklich dann so sehr intensiv zu schmecken ist, sei mal dahingestellt, weil es ist eben durch das ganze Eis gestrudelt, statt so in Bunkern zu sein oder in einem intensiven Kern wie bei dem Blondie Brownie oder Karamellsutter. Von daher bin ich gespannt, wie man die Salznote schmeckt. Deswegen muss ich immer so ein bisschen mich durcharbeiten. Also, ja, ich meine jetzt gerade doch eine salzige Note festgestellt zu haben, aber es ist eben nicht so intensiv, weil eben das ganze Eis drumherum auch ist. Guck mal, ob wir irgendwo einen Brownie finden. Da vielleicht. Bäm. Ist das ein Stück Brownie? Ja. Gucken wir mal hier eben. Schwupps. Brownie. Ja, der sieht knatschig, der sieht nass aus, der sieht gut aus. Den wollen wir mal probieren. Oh ja. Der ist klebrig, der ist schokoladig, der ist lecker und der ist mit 3% auf jeden Fall schon zu wenig hier drin, finde ich. Da unten finden wir wieder Schokoladenstücke, Karamellsoße. Alles gut. Ich mach mal einen Break, grab mich durch, meld mich gleich wieder. Bis gleich. So, und das ist es dann, weswegen man Ben & Jerry's lieben kann, für so ein göttliches Bild und für einen doch erfreulicherweise gefundenen Karamellsoßenbunker. Da ist er, richtig viel Soße drinnen. Müssen wir mal hier so ein bisschen die Kamera drehen. Meine Finger sind langsam eingefroren. Da kann man unten ein richtig. Nur mal eben hier. Ja, wieder umdisponieren. Einen richtig fetten Karamellsoßenbunker gefunden. Da unten. Wo ist er jetzt? Da. Da ist die Karamellsoße. Und die könnte richtig lecker sein. Hoffentlich nach gesalzenem Karamell, was ich jetzt zum ersten Mal richtig beurteilen kann, weil bis jetzt war noch kein fetterer Bunker dabei. Ja, aber ich meine, so salzig ist es nicht. Ich muss gerade mal eben noch mit der anderen Kamera so ein Fotochen davon machen. So salzig ist es dann doch nicht. Das ist ein bisschen schade. Gucken wir mal, ob wir hier noch so einen Bunker finden.
Ja, es geht weniger. Ich möchte mehr gesalzenes Karamell haben und mehr Bunker. Aber dicke Brownie-Stücke da unten, das ist natürlich auch cool. Bäm. Gucken wir uns mal so ein Brownie hier an. Da ist er. Richtig große. Oh, lecker, ey. Das war ein riesiges Brownie-Stück. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Deswegen denke ich mir jetzt gerade, das Eis ist gut, die Karamellsoße ist gut, aber ich glaube einfach, dass Fudge Brownie von Ben Jerry holen, sich Karamellsoße draufkippen, da wäre ich persönlich noch glücklicher mit. Wobei, wie gesagt, Vanilleeis auch wirklich lecker ist. Jetzt hier gucken wegen der Karamellsoße nochmal. Doch ja, aber könnte etwas salziger sein. Ich buddel weiter, melde mich gleich nochmal wieder. Bis gleich. Mal schön zu sehen hier unten, doch teilweise größere Ansammlungen von Karamell. Schon nicht ganz so verstrudelt wie zuletzt bei One Love, der Keksteig. Also hier gibt es schon etwas mehr Ansammlungen, dass man so teilweise richtig so das Eis da runterheben kann, so von dieser Ansammlung. Aber man sieht schon, dass es jetzt hier in dem Fall auch wieder eher eine dünnere Schicht ist. Also so richtig mega bunkermäßig auch nicht. Ja, ich werde den Rest aufessen, melde mich gleich mit einem Fazit wieder. Kurzfazit, was es meistens bei mir gibt vor dem Schlussfazit, ein gutes Eis, was sicherlich nicht eine 1 wird, vielleicht ein gut Plus, da muss ich gleich nochmal drüber nachdenken. Es haut mich nicht aus den Socken, ist aber einfach gut, aber halt auch wieder so ein bisschen, ja, es muss einfach mal was Neues her. Bis gleich. Ha! Doch noch einmal wieder vor dem Schlussfazit. Ich habe nämlich noch ein riesen Brownie-Stück gefunden, was ich euch nicht vorenthalten wollte. 3% klingt nicht viel, aber sind teilweise dafür richtig große Stücke drin. Da ist er doch kleiner als gedacht. Aber wenn Brownies drin sind, sind sie groß. Oh ja, und war fluch lecker. Bis gleich mit dem Fazit. Also ich tue mich etwas schwer damit. Ja, also das Eis ist, kriegt von mir, glaube ich, auch ein Gut. Ich habe gehofft, ihm eine bessere Note geben zu können, weil ich mich sehr darauf gefreut habe, weil gesalzener Karamell und Brownies eigentlich so ziemlich das Geilste ist, was. Also an sich so mit das Leckerste ist, was ich bei Ben Jerry. Oh, ich habe voll die beschmierten Finger hier. Das Leckerste ist was. Schokolade. Sieht aus, als ob ich nicht essen kann. Aber wisst ihr, wie kompliziert das ist, immer so eine scheiß Videos zu machen und dabei versuchen, sauber zu bleiben. Und dann packen wir die Kamera an. Ich sag's euch, kauft euch ein wasserdichtes Handy, Smartphone, wenn ihr damit Videos macht. Da kann man es nämlich einfach unter Wasser halten und sauber machen. Also Eis kriegt auch in Anführungsstrichen nur ein Gut von mir, weil im Gegensatz zu dem White Strawberry Swirl, wo mir einfach das Erdbeere nicht so gesagt hat, passte da alles perfekt zusammen. Das weiße Topping, das Erdbeereis, das Vanilleeis und die Erdbeersoße, das passte an sich super gut zusammen. Hier finde ich, macht das Topping das Ganze ein bisschen kaputt, weil wir haben innen drin Vanilleeis mit gesalzenem Karamell, Schokolade, aber dieses Nougat-Topping, das ist so ein bisschen fehl am Platz. Es ist übrigens das gleiche wie bei der Chocolate-Dingen da, mit dem Cookie-Doo drin. Das gleiche Topping und dafür, ich finde, hier passt es nicht so ganz. Hier hätte man sich irgendwie was anderes einfallen lassen müssen und mit dem Nougat gehört das hier irgendwie nicht ganz dazu, finde ich. Es hat halt schon so eine deutliche Nougat-Note. An sich gut, gesalzenes Karamell, aber nicht salzig genug. Schmeckt trotzdem alles sehr gut und auch dicke, fudgy, richtig knatschige Brownie-Stücke sind gut. Aber ich glaube, so wenn man sich dieses Eis hier holt wegen den Brownies drin, sollte man es lassen, sich lieber als Fudge-Brownie kaufen. Wenn man sich das Eis hier kaufen will wegen dem Karamell, sollte man sich lieber einen Karamellkorb kaufen. Trotzdem ist es alles an sich lecker, passt bis auf das Topping auch gut zusammen, ist eine gute Idee, aber
Das Topping, der hätte irgendwas anderes sein müssen. Ich bin mir nicht so ganz. Hätte man nicht so ein Karamell-Creme-Topping einfach machen können? Oder einfach das Scheiß-Topping weglassen und einfach Brownies, Schokolade und richtig mehr gesalzen Karamell-Bunker. Dann hätte das Eis von mir, glaube ich, eine bessere Note gekriegt. Wobei das die Note gut, durchaus im wahrsten Sinne des Wortes gut ist, aber ein richtiges Highlight blieb bei dieser Ben & Jerry's Vierer Staffel außen vor. Alle haben sie von mir ein Gut bekommen. Und ja, ich fahre jetzt mal bald nach Holland, mal gucken, was ich da finde. Und sonst gibt es erst im März neue Sorten. Und ja, trotzdem kann ich euch das hier mal empfehlen, es zu probieren, besonders als Eisfans. Da werdet ihr dann sicherlich nicht enttäuscht werden. Und ja, so viel dazu. Habt eine schöne Zeit und bis bald, würde ich sagen, ne? Macht's gut. Ciao, ciao.